Erinnert ihr euch an die goldenen Zeiten der Wii? Damals, als wir wild mit der Wii-Fernbedienung fuchtelten und manche Leute so ihren Fernseher verloren haben? Right here, I'm getting ready to serve. All I do is throw that ball up in the air. And when I... Oh, jeez! And there goes the tennis racket. Genau zu dieser Zeit kam Sims ebenfalls für die Wii raus, nur in weitaus süßer, nämlich mit My Sims. Heute reisen wir zurück in diese Ära mit dem My Sims Cozy Bundle für die Nintendo Switch. Doch Nostalgie allein reicht nicht. Können diese Spiele 2024 noch überzeugen oder sind 40 Euro für diese alten Games doch überzogen? Finden wir es heraus. My Sims erschien 2007 exklusiv für die Wii und war EAs Versuch, das Erfolgsrezept von The Sims für ein jüngeres Publikum neu zu erfinden. Es war charmant, bunt und unkompliziert, ein Mix, der an Animal Crossing erinnerte und immer noch tot. Ziel des Spiels war es, eine heruntergekommene Stadt durch Bauen, Gestalten und Sammeln von Essenzen wieder aufzubauen. Doch schon damals fiel auf, dass die soziale Interaktion, ein Markenzeichen der Sims-Reihe wohlgemerkt, fast vollständig gestrichen wurde. Stattdessen standen simple Bauaufgaben von Häusern sowie Möbelstücken und das Sammeln von Ressourcen im Fokus, was einerseits süchtig machen konnte, das auf jeden Fall, andererseits aber auch schnell repetitiv wirkte. Was aber sofort positiv auffiel, war der süße, bunte Grafikstil und die intuitive Steuerung mit der Wii-Fernbedienung. Doch das Gameplay hatte auch wirklich seine Schwächen. Die Charaktererstellung zum Beispiel fühlte sich seltsam eingeschränkt an. Es gab kaum Möglichkeiten, Gesichtsmerkmale individuell zu gestalten, was man selbst mit der damals recht simplen Mii-Erstellung auf der Wii vergleichen konnte. Für ein Spiel, das Kreativität in den Mittelpunkt stellt, war das ziemlich enttäuschend. 2008 folgte dann My Sims Kingdom, das sich durch eine stärkere, fokussierte Story und thematische Inseln von seinem Vorgänger abhob. Die verbesserte Technik, flüssige Framerates und schnellere Ladezeiten sorgten für ein insgesamt rundes Spielerlebnis. Doch auch hier fehlte die Freiheit, die man von Lebenssimulationen gewohnt war, und die sozialen Interaktionen blieben leider oberflächlich. Nun 2024, fast zwei Jahrzehnte später, kehren My Sims und My Sims Kingdom zurück mit dem Cozy Bundle auf die Nintendo Switch. Die überarbeitete Version bringt grafische Updates, Touchscreen-Funktionen und kleine Optimierungen, aber auch altbekannte Schwächen. Die Grafik wurde modernisiert mit schärferen Texturen und lebendigeren Farben, während der charmante cartoonartige Stil erhalten blieb. Die Charaktere und Umgebungen wecken nostalgische Gefühle, alles wirkt so sehr vertraut. Besonders schön ist, dass man Innenräume und Gebäude weiterhin kreativ gestalten kann, eine Stärke der Reihe, die auch heute noch Spaß macht. Die Steuerung wurde durch die Integration von Touchscreen-Funktionen verbessert. Möbel zu bauen oder durch Menüs zu navigieren fühlt sich flüssiger an, aber, wenn man den Touchscreen nutzt. Mit den Joy-Cons oder einem Pro-Controller hingegen bleibt die Steuerung teils umständlich und sehr träge, was besonders beim Platzieren von Objekten auffällt. Spielt My Sims also am besten nur mit dem Touchscreen, angedockt am Fernseher ist es technisch teils unnötig herausfordernd und macht mir wirklich nicht viel Spaß. Ja, das waren aber eigentlich auch schon alle Veränderungen hinsichtlich der Wii-Version von My Sims. Die Schwächen vom alten Game bleiben weiter vorhanden. Das repetitive Gameplay, Essenzen sammeln, Möbel bauen, Aufträge erfüllen und das immer und immer wieder, sowie die eingeschränkte Lebenssimulationstiefe ohne wirklich bedeutsame soziale Interaktion fallen auch jetzt negativ auf. Man muss sich weder um Jobs noch um Bedürfnisse kümmern und auch die Gespräche mit den Bewohnern sind Mittel zum Zweck, um neue Essenzen oder Aufträge zu erhalten. Natürlich, es gibt Möglichkeiten, nett oder gemein zu sein, aber das hat halt kaum Auswirkungen auf die Spielwelt oder die Beziehungen. Man bekommt halt andere Essenzen. Diese Reduktion nimmt dem Spiel leider viel von der Tiefe, die man bei einer Lebenssimulation erwarten würde. Hinzu kommt, dass manche Mechaniken wie das Sammeln von Essenzen im späteren Spielverlauf frustrierend werden können. Gerade seltene Essenzen erfordern oft mühsames Grind, was den Spielfluss merklich hemmt. Um es ganz klar zu sagen, würde ich nicht die nostalgische Brille aufhaben,
hätte sich das Spiel für mich als Fehlkauf herausgestellt. Denn das Game ist für eine komplett jüngere Zielgruppe gedacht. Mir ist das alles viel zu leicht und zu schnell repetitiv. Diese schwammige Steuerung muss ebenfalls nicht sein, vor allem nicht bei dem stolzen Preis eines bloßen Remasters. Zudem frage ich mich, warum nicht auch die DS-Version integriert wurde. Denn es gab eine Wii-Version, wo man Häuser bauen konnte, und die DS-Version, wo Minispiele mehr im Fokus waren. Warum konnte man das nicht beides ein bisschen integrieren? Das wäre doch cool gewesen. Gehen wir jetzt zu dem anderen Titel, My Sims Kingdom. Der wurde schon bei seiner Erstveröffentlichung als ambitionierter und besserer durchdachter Nachfolger gefeiert. Die thematischen Inseln und die Story sorgen für Abwechslung, während die verbesserten technischen Details und die Möglichkeit, unterwegs Objekte zu bauen, für ein flüssiges Spielerlebnis sorgen. Besonders gelungen ist die Integration neuer Werkzeuge und Mechaniken, die beim Bau von Objekten und interaktiven Elementen wie Zahnräder oder Wasserleitungen etwas mehr Kreativität und Köpfchen erfordern. Dennoch gibt es hier auch Schwächen. Die lineare Struktur der Story nimmt dem Spiel die Freiheit, die viele an Lebenssimulationen schätzen. Wie ich beispielsweise. Das Spiel gibt einem klare Aufgaben und führt die Spieler durch die Geschichte, ohne viel Raum für eigene Entscheidungen oder Kreatives erkunden zu lassen. Auch hier bleiben die Interaktionen mit NPCs oberflächlich und Entscheidungen oder das Verhalten gegenüber anderen Charakteren haben keine langfristigen Konsequenzen. Trotz allem, auf der Nintendo Switch ist die Steuerung von My Sims Kingdom mit Joy-Cons und Pro-Controller weitaus besser als My Sims. Natürlich, die Steuerung ist immer noch nicht perfekt, geht aber schneller von der Hand und ist weitaus präziser. Also, es geht, eine alte Wii-Steuerung für die Nintendo Switch umzusetzen. Warum bei My Sims so derart geschlafen wurde, verstehe ich wirklich nicht. Was ich also sagen kann, My Sims Cozy Bundle spricht vor allem Nostalgiker an, die Erinnerung an die Wii-Ära auffrischen möchten, die vielleicht auch mit My Sims aufgewachsen sind. Für neue Spieler könnte der Einstieg jedoch schwieriger sein, da die Mechaniken im Vergleich zu modernen Spielen wie Animal Crossing New Horizons oder Stardew Valley, selbst Stardew Valley ist zwar ein bisschen älter, aber trotzdem ist immer noch sehr, sehr gut, altbacken wirken. Ich würde auch diejenigen unter euch, die das Game noch nicht kennen, nicht zum Cozy Bundle raten. Schaut euch das Game vorher an, ob euch das reicht und ihr damit glücklich werdet. My Sims, aber auch My Sims Kingdom. Denn ich könnte mir vorstellen, dass ihr besser mit zeitgemäßeren Spielen aufgehoben seid, die tiefergehendes Gameplay bieten, als dass euch das My Sims bieten könnte. Denn für knapp 40 Euro bietet das Bundle euch zwei Spiele, die euch insgesamt rund 30 Stunden beschäftigen können und in Grafik und Steuerung modernisiert worden. Doch die Frage bleibt, lohnt sich das Bundle für den stolzen Preis eines Remasters? Für Fans der Originale, die ein Stück Kindheit zurückholen wollen, ist es sicherlich ein Blick wert im Sale, wohlgemerkt, ja. Die überarbeitete Grafik und die Touchscreen-Funktion bringt schließlich frischen Wind, ohne den ursprünglichen Charme zu verlieren. Aber wer mehr Tiefe oder innovative Mechaniken sucht, wird hier wenig Neues finden. Die Spiele bleiben oberflächlich und repetitiv, was vor allem bei längeren Sessions frustrierend sein kann. Wenn ich das Bundle bewerten würde, wäre es eine 6 bis 6,5 mit dem Hinweis, ich bin nicht die Zielgruppe. Es macht mir Spaß, wieder in My Sims einzutauchen, aber ich bin auch damals ein Teenager gewesen. Ich bin nicht mit dem Franchise groß geworden. Natürlich habe ich nostalgische Brille auf, aber es ist nicht meine Kindheit wie für viele andere. Ich finde es trotzdem gut, dass die Serie zurückgekommen ist und ich hoffe sehr, dass es bald neue My Sims-Spiele gibt, die hoffentlich ein bisschen tiefgehender sind. Was denkt ihr? Habt ihr My Sims damals gespielt oder seid ihr jetzt erst darauf aufmerksam geworden? Würdet ihr euch eine moderne Fortsetzung mit mehr Tiefe wünschen? Oder sagt ihr, nein, My Sims kann echt mal abgeschrieben werden? Bin gespannt auf eure Meinung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann! Und ich hoffe sehr, das war das erste Mal, dass ich ein Skript hatte und das von einem Prompter abgelesen habe. Ich hoffe, euch hat es gefallen.
Es ist sehr, sehr ungewohnt für mich, aber ich muss da auch mal reinkommen. Es hilft mir auf jeden Fall sehr, ein bisschen Zeit einzusparen, auch bei der Aufnahme. We will see. Ich hoffe, es ist gut geworden.